Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Römer 5, Vers 2. Nun, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Du musst wissen, wohin du gehst. Das großartige, gewaltige Meisterwerk schlechthin ist der große Plan der Entrückung. Ja, es ist umstritten und es gibt viele Meinungen. Doch der Heilige Geist sagt dir ganz genau, wie es gemeint ist und führt dich in die Offenbarung. Es ist die Hoffnung auf herrliches, göttliches Leben, den Frieden Gottes und Reichtum deiner Seele. Es ist in unsere Herzen ausgegossen, durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Der Heilige Geist ist anstatt Jesus bei uns. Er, der mächtige Teil Gottes. Er ist so einzigartig göttlich, dass er die Macht hat, zu überwinden. Seine Macht ist rein, seine Macht muss sich stets weiterentwickeln in dir. Der Heilige Geist ist da, um Entwicklung zu schaffen und um dir zu helfen, in deinem Glauben so voranzukommen, wie der Herr dich haben möchte. Wir sind gerettet durch das Blut Jesu. Wir haben Leben, weil wir den Heiligen Geist haben. Und nun, da wir die Errettung empfangen haben, möchte er uns die Augen öffnen, damit wir verstehen, was Christus wirklich für uns tat. Zur bestimmten Zeit, als kein anderer da war, um uns zu retten, als es keine Hoffnung gab, als das Gesetz versagte, nahm Christus unseren Platz ein, befreite uns von der ganzen Stärke menschlicher Schwachheit und menschlichen Versagens und kam so in unsere Sünden zu uns. Er streckte uns die Hand in Liebe entgegen. Als wir noch Sünder waren, tat er das. In genau dem richtigen Moment starb er für uns und befreite uns von der Macht des Teufels, befreite uns vom Tod, befreite uns von der Sünde, befreite uns vom Grab und gab uns durch sein Leben eine Hoffnung auf Unsterblichkeit. Er starb stellvertretend für dich und mich, diesen Tod am Kreuz. Und wir sind nun erlöst durch sein Leben. Jesus ist ewig, er ist lebendig, er ist real und er hat die Macht, ewige Gaben zu geben. Er hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst und uns freigemacht, freigekauft durch sein Blut. Wer liebt das Evangelium so sehr wie jene, die erlöst sind, wie jene, die den Heiligen Geist empfangen haben und verstehen? Was ist das Evangelium? Nun, es ist die Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Es hat die Kraft, Unsterblichkeit und Leben zu bringen. So soll es auch für dich sein. Du sollst es verstehen, du sollst es annehmen in deinem Herzen, die ganze Kraft. Durch Gottes Leben in dir bist du befreit von allen Dingen. Und durch sein Leben wirst du vorbereitet für die herrliche Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Deshalb sollen wir singen, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Halleluja, Christus ist auferstanden. Alles im Haus des Vaters gehört uns. Aber es wird nur durch Gehorsam auf dich kommen und auf mich. So lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus spreche ich zu dir. Durch den Heiligen Geist geführt, sage ich, Vater, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Mach mich durch deinen Geist zum lebendigen Brief des Christus. Lass Christus in mir
Leben, für jetzt, bis in alle Ewigkeit. Yeshua HaMashiach. Amen.